Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Age Awakening. Ja, wie ihr seht, wir sind tatsächlich im Nichts und Orgwyn ist nicht darüber gerade sehr amused. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier aus diesem Nichts herauskommen. Denn das Nichts ist sehr, sehr lang und sehr langweilig, muss ich sagen. Sehr schön. Ja. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt? Das hatten wir schon mal. Aua! Wir müssen den Dämonen der Wollnis. Ich werde es tun. Schon geschehen. Ätherischer. Essenz, Konzentration. Cool. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Oh, perfekt. So. Laufen wir einfach mal weiter. Ihr erlaubt doch bitte, die kleinen wollüstigen Dämonen. Oh, komm jetzt, mach mal. So. Ich werde es tun. Jawohl. Auch das hier ist verschlossen. Ein Podest. Das ist eine Abbildung aus der realen Welt, nur halt im Nichts. Willenskraft. Ob das mir nützt, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, nützen tut mir das überhaupt nichts. Hallo! Meine lieben Tanten. Oh, mit einem Schlag. Ach so. War's das? Gut. Dann können wir den nächsten Riss verschleiern. So. Oh, absolviert. Das ist cool. Wie ihr meint. Die Risse sind verschlossen. Das heißt, nichts kommt mehr raus. Ätherischer. Betrachtet es als Hier gibt es nur ätherische Sachen offenbar. Dunkle Brut. Warte mal. Da können wir noch hin. Essenz der Stärke brauche ich noch. Ich werde es tun. Cool.
Da sind noch zwei Gegner, die würde ich dann noch gerne mitnehmen. Wenn ich schon hier bin, dann kläre ich alles. Hier wird alles zerstört. Au! Auf so rumzubrüllen, wir hören dich auch schon so. Offenbar geht's ja weiter. Ach, da waren wir, ne? Von da kamen wir ja. Ja, von da haben wir gestartet. Ja, jetzt müssen wir dann wohl doch zum Haus. Gott, das ist schon so lange, dass ich das gespielt habe. Aber ich freue mich schon, meinen Spielstand bis nach Inquisition zu importieren. Das wird sehr spaßig werden. Ich hoffe, meine ganzen Geschichten werden bis dahin übertragen. Nein, Herrin, ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur... Aber ich würde Milady niemals widersprechen. Nein, ich habe nicht... Nein, bitte, Herrin, hab Gnade! Hä? Was hatten die auf einmal? Das Dorf existiert also noch. Nur jenseits des Schleiers. Ihr blöden Schatten. Höhere Schatten ist tot, aber... Wird erledigt. Was ist... Da ist noch etwas. Klugheit. Juhu. Wir sind jetzt ganz, ganz klug. K-L-O-K. Ihr seid kein Geist wie all die anderen. Wie seid ihr hierher gelangt? Das gleiche könnte ich euch fragen. Die Asche meines Großvaters liegt hier begraben. Ich komme ihn häufig besuchen. Er war der Letzte, der in Schwarzmarschen geblieben ist. Als er starb, gab es in dem Dorf niemanden mehr, der die Erinnerung bewahrte. Welche Erinnerung? Die Erinnerung an was? Die Erinnerung an das, was mit dem Dorf geschehen ist, natürlich. Früher war der Sumpf voller Leute. Doch dann ist diese böse Frau gekommen und hat alles verändert. Sie... Oh nein, sie sind zurück! Schnell, versteckt euch in der Gruft! Hä? Ach, die! Ihr habt sie alle erledigt. Nicht schlecht. Habt ihr gut gemacht. So. Das ist ein Sarg. Ah, da ist niemand drin. Ne? Dann gehen wir rein. Warum konnte ich den Sarg aufmachen? Oh je. War klar. Wow.
Ausgehungerter, zorniger Toter. Ja, finde mal jemand anderen, an den du knabbern kannst, aber nicht an mir. Warum sind Zwerge eigentlich nicht magiebegabt? Das habe ich mich damals schon gefragt. Warum können Zwerge nichts mit Magie machen? Das ist auch bei World of Warcraft so. Das ist irgendwie seltsam. Ich finde das eigentlich sehr faszinierend, muss ich sagen. Ja, komm. Steht auf. Damit ich euch wieder in Einzelteile zerlegen kann. Und wieder ein Level ab. Sehr schön. Und wir sind weiter klug. K-L-U-K. Oh, ihr habt alle besiegt. Nicht schlecht. Wie ihr meint. Gut, gut. Dann auf zur Jungfrau in Nöten. Und hier seid ihr. Meine kleine Falle schnappt zu. Nicht schon wieder. Ihr habt wirklich eine Gabe, anderen in die Falle zu gehen, nicht wahr? Ihr Sterblichen seid so wundervolle Wesen. So voller Sehnsucht. So voller Gier. Es gab also überhaupt kein Schlüsselmädchen. Zu schade. Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich besiegen? Ihr seid in der Überzahl, das ist wahr. Und ihr Sterblichen seid alles andere als schwach. Nun gut, soll die Baroness euch haben. Ich labe mich dann an dem, was übrig bleibt. Hä? Wie jetzt? Warte mal. Worum geht's jetzt? Ach, das sind das. Ah. Ich werde es tun. Haben wir jetzt so alles aufgedeckt hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Das war's? Oh, schon wieder ein Toter. Wir stehen da schon wieder auf. Danke. Kaum hat man sie besiegt, stehen sie wieder auf. Ich hasse die Toten. Das ist leer. Oh. Oh.
Warum hast du es nicht angegriffen, Yara? Gib niemand einer Frau einen Asari-Namen. Wie ihr meint. Sehr schön. Was wüsste du, das jetzt alles tun. Zuzumachen? Seltsam. Ja, geh wir raus. War das jetzt ein Reinfall oder war es jetzt Glück, dass wir das geschafft haben? Wie kommen wir jetzt auf die andere Seite des Tores hier? Ah, da. Nein, doch nicht. Man, wie komme ich hier rein und raus? Der Zugang zum Dorf ist unpassierbar. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, aber welchen? Ah, da lang. Eventuell, doch. Runenstein. Runenstein? Oh. Hier sind Runensteine. Sehr schön. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Moment. Hä? Sehr schön. Ah. 1, 2. Ach. Betrachtet es als erledigt. Nein. Sehr schön. Wird erledigt. Auch nicht. Dann der hier. Aha. Ich werde es tun. Denn der hier. Tatsächlich. Betrachtet es als erledigt. Nein, war klar. Sehr schön. Wie ihr meint. Aha, da haben wir es doch. Also müssen wir erstmal was beschwören, damit wir weiterkommen. Was zum... haben wir was geschafft? Sehr schön. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Außenwelt der Sterblichen. Heißt das, wir können jetzt da irgendwie durch? Das mal eben die Tab-Taste aktiviert. Aha. Hat sich... doch was bemerkbar gemacht, eventuell. Kommen wir jetzt eventuell durch die Tür? Nein. Was haben wir übersehen? Was
Verzeiht mir, Herren. Verzeiht mir, Herren. Wir müssen irgendwas ausgelöst haben. Es wäre vielleicht eine gute Idee, nach dieser Baroness zu suchen. Wir könnten aber auch einfach verschwinden. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Und wie? Ihr seid aus eurem Zirkel geflohen, richtig? Mehr als einmal. Aber über mein Phylakterion haben sie mich immer wieder gefunden. Nicht, dass es mir viel ausgemacht hätte, geschnappt zu werden. Sie haben immer dieselbe Templerin geschickt, um mich wieder einzufangen. Vielleicht hat sie aber auch um den Auftrag gebeten. Ich hoffe, es war so. Auf unseren langen Reisen zurück zum Turm. Ich in Ketten, sie stumm vor sich hinstarrend. Hat es zwischen uns richtig geknistert. Ihr seid mehrfach vor eurem Zirkel geflohen? Nur wegen einer Frau? Nun ja, nicht wegen ihr. Aber durch sie hat es einfach viel mehr Spaß gemacht, mich wieder einfangen zu lassen. So bin ich eben. Ich versuche, die Dinge positiv zu sehen. Schön, Anders. Ich habe gerade gesehen, da hinten sind die Kisten verräumt worden. Vielleicht habe ich ja etwas bewirkt. Vielleicht ist die Tür jetzt da hinten offen. Moment. Da war eine Sackgasse. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwas bewirkt haben. Na, ich habe gesehen, von einer Tür waren ja Dingens Kisten gestapelt, weil sind sie jetzt endlich verschwunden. Upsala. Da lang. Nee, da ist nichts. Ach Mensch, was machen wir denn jetzt hier? Hat doch keine Ahnung. Ich gehe nochmal da rein. Ich hab jetzt hier keinen Bug ausgelöst. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, Mist. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen soll. Also irgendwie scheine ich jetzt gerade in der Patsche zu sitzen, offenbar. Ach, da geht's weiter. Oh. Ich kümmere mich darum. Thank you.
Jawohl. Oh Gott, und ich habe gedacht, ich hätte mich jetzt hier verlaufen, ne? Scheibenkleister. Ich habe echt gedacht, ich hätte einen Bug ausgelöst. Aber jetzt sind wir auf dem Innenhof, juhu. Ich würde sagen, ich mache dann hier eine kleine Pause. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.